Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf dem Hegauf. Ja, endlich ist es soweit, die Glastrudeln ein. Ich freue mich, bin ich ja ganz ehrlich. Das fehlt in diesem Spiel leider völlig. Also ich bin, was das angeht, völliger Glas-Fan. Ich fahre total gerne Glasmaschinen. Ja, der Michi77, der hat sich mal an zwei Glas-Modelle gemacht. Einmal den Glas-Lexion 550 und einmal den Glas-Lexion 560 TT. Einmal ganz normal und aber mit Ketten für jeweils 220.000, 270.000 Euronen an sich. Auch hier die Beschreibung schön gemacht. Alles cool, alles super. Die Modtoster-Beschreibung auch sehr schön. Ein paar Infos stehen da zu bei. Ist waschbar, Indoor, hat Geschwindigkeit, RPM, Füllstand, Hektarzähler, Arbeitsstunden, neue Texturen, Animation, Kontakt, Häcksler, Leiter, Lichter, Arbeitslichter, Rundumleuchten, Blinker, etc. und weitere. Passend zu den zwei Geräten gibt es natürlich auch die Schneidewerke. Einmal das Glas Conspeed 675 und einmal der Geringhoff Harvest ST. Dieser schon in den Glasfarben, der leider noch in Rot. Beide klappbar. Ich würde sagen, wir gucken uns die ganze einfach mal an. Da brauchen wir gar nicht groß rumquatschen, da sind sie schon. Wie gesagt, bin ich absoluter Glas-Fan. Ich liebe es, mit Glas in diesem Spiel zu spielen. Beim 2013er schon nicht anders. Ja, Texturen sehen soweit gut aus. Es gibt so ein paar Sachen da hinten, so zum Beispiel, ja, sieht so etwas gemalt aus, wobei der Rest hier dann wesentlich besser aussieht. Hier an den Kanten sieht man doch so ein bisschen verpixelt, aber ansonsten im Großen und Ganzen astrein. Also wirklich schön, super gemacht. Auch hier die Gerätschaften sehen alle klasse aus. Ja. Ich würde sagen, wir schnappen uns einfach mal ein und ziehen dann mal los. Wie gesagt, wir testen das mal eben. Blinker gehen, Rundumleuchten funktionieren auch. Also alles perfekt. Auch der Sound ist schön. So. Jagen wir uns das Ding doch hier vorne mal dran, wenn es denn will. So, ja, wie gesagt, Innenraum sieht klasse aus. Da unten können wir sehen, Geschwindigkeit, Drehzahlmesser, dann wird der Füllstand und das wird halt alles angezeigt auch auf dem kleinen HUD. Sehr, sehr toll. Gucken, wo müssen wir lang? Da müssen wir lang fahren. Wirklich klasse. So, während wir jetzt hier die Kurve fahren, klappen wir schon mal das Schneidwerk auf und klappen schon mal den Drescher auf. Auch sehr schön animiert. Ja, das ist so ein richtig schöner Korntank. Also wirklich klasse gemacht. Wie gesagt, gut, das Schneidwerk ist natürlich klein. Aber wie gesagt, das ist auch der kleine Drescher. Also von daher so, Strohablage ausschalten, nö. Dann wollen wir das Ganze auch natürlich mit dem Helfer testen. Auch mit dem Helfer funktioniert das einwandfrei. Das ist sehr schön. Ja. Was soll ich dazu sagen? Toll. Einfach toll. Ich, wie gesagt, da bin ich persönlich, meine persönliche Meinung, ich liebe Glasgeräte. Und ich hoffe, dass da noch viele weitere kommen. Komplett angepasst, auch mit Schneidwerk vielleicht oder sowas. Aber ansonsten sieht das wirklich astrein aus, funktioniert astrein. Ja, vielen, vielen Dank für diesen schönen Mod. Wie gesagt, den Link zur Mod findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Bedankt euch beim Modder, auch schreibt es bei Modhoster in die Kommentare wegen Verbesserungsvorschläge oder ähnliches. Wie sieht's aus? Komplett fehlerfrei bei mir. Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Mod-Vorstellung wieder mit dabei.